und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland am Sonntag. So. Dann rufe ich gerade mal kurz noch ein paar SMS schreiben. Einer fehlt noch. So, und dann rufe ich den Schneider mal an. Ja. Ja, Franz? Ja? Du, ich habe gerade mit dem Jürgen telefoniert. Ja? Der hat mir gesagt, die Auswertung deiner Daten vom Traktor, die steht eigentlich noch aus. Also da ist eigentlich noch nichts entschieden. Ja. Lügt der Reine, ja, oder so. Hä? Dann lügt der. Der Richter. Ja. Ja, keine Ahnung. Also, Jürgen hat gemeint, der ist jetzt. Dein Traktor wird nächste Woche stillgelegt. Aber es stehen auch noch ein paar Daten aus, die konnte er nicht auslesen irgendwie, oder. Ja. Da hat er kein Programm dafür. Die hat er weggeschickt, da kriegt er erst noch das Ergebnis. Sag mal, wir dürfen ja diese Woche über die kaufen drücken. Das ist jetzt mal in der Zeit. Dürfen wir? Habe ich nichts gehört. Kassen. Weil der Händler mal im Urlaub ist. Okay. Aber wir müssen halt die Steuern aufschreiben. Ach so. Was wir alles. Okay. Ich wollte den Ladewagen verkaufen, aber geht nicht. Vielleicht ist das wahrlich, was beim Harry war oder so. Ja, Moment. Guck mal, ob es jetzt geht. Okay, aber dann weißt du Bescheid wegen deinem Traktor. Ja. Gut. Dann. Tschüss erstmal. Ich glaube, man kann ich den da runterschieben. Ha, perfekt. Wenn sie gerne mit Equipment ausgehen, dann nicht. Easy going. Ich mache viel zu viel Forst, ey. Auch ich muss ja mein Feld noch bearbeiten. Ich glaube, da kommen wir aber erst nächste Woche dazu. Oder? Ja, das mache ich erst, wenn ich die nächste Ladung Holz runterfahre. Muss ich gerade mal noch ins Tablet gucken. Sägewerk. Vom Hackschnitzel. Okay. Paletten. Paletten ist ordentlich was da. Ich weise die gerade mal an, dass sie da wieder was rausstellen. Dann können die weiter produzieren. Dann hören sie nämlich auf zu produzieren, das wäre doof. So, warte mal, das lasse ich hinten dran, dann haben wir nämlich gleich eine. Ups,
Muss ja noch absägen. Dann haben wir gleich eine Markierung für die Überlänge. Dann kann mir hier keiner was anhängen. Wie kriege ich denn jetzt den Baum hier nicht? Ach, Mensch. So, aber dann wird sich Sägewerk auch freuen, weil die wollten ja unbedingt, dass ich da nur noch gute Bäume hinliefer. Mehr die krummen Dinger. Daraus müssten sie ordentlich Bretter rauskriegen. Soll ich mir das Kartonwerk auch kaufen? Ich weiß nicht, Leute, schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob ich mir das Kartonwerk kaufen soll oder nicht. Eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Aber dann hätte ich natürlich alle Holzproduktion unter einem Schuh. Es könnte natürlich ganz lukrativ für uns werden, wenn wir da alles besitzen. Dann können wir die Preise machen, wie sie uns gefallen. Das ist halt von Vorteil. Naja, ich werde jetzt noch hier im Moment ein paar Bäumchen fällen. Und dann machen wir Feierabend für heute. Dass ich auch mal vorwärts komme hier. Und nächste Woche geht dann der Auftrag an Jürgen raus, dass der hier den Kies hinkippt. Sind sehr gute Bäume, ey. Gerade gewachsen, hoch, perfekt, um Bretter draus zu machen. Bin nur am Überlegen, was wir machen zukünftig, dann, wenn wir Bretter brauchen. Ich habe keinen Bock hier eigentlich Holz die ganze Zeit zu machen. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Das ist so die kleine Frage.
Stirnlampe gerade mal anmachen. Sieht aber schon ganz vielversprechend aus hier. Also das kriegen wir, denke ich, gut hin, hier Platz zu haben für die. Moment, den fälle ich, glaube ich, mal anders drum. Für die Fahrschule. Vorbei, ich kann ja dann den Drehschemelanhänger hier lassen, dass die Leute hier Einfahrttraining machen können. Einparktraining. Das wäre nämlich ziemlich wichtig. Lass die mal lernen, mit einem Drehschemel einzuparken, das können die meisten nicht. Gut, ich werde jetzt an dieser Stelle auch schon Feierabend machen. Zumindest hier im Wald. Boah. Ja, schon spät geworden. Was haben wir denn? 19 Uhr? 20 Uhr gleich schon wieder, ey. Oh. Soll ich? Nee, ich muss erst noch ein paar Bäume verladen morgen dann. Ja, Folge Warune hier, hallo. Hallo, hier ist der Herr Richter. Hallo. Herr Warune, wie lange wird denn der Führerschein dauern? Kommt drauf an, wie gut Sie fahren können. Ja, gut, wie lange dauert der denn normal? Kommt drauf an, wie gut Sie fahren können. 14, Moment. Muss ich nochmal in den Unterlagen nachgucken. Kann ich Ihnen morgen sagen. Bin gerade nicht zu Hause. Okay, gut. Bei einem L ist es ein bisschen anders. Oder was? T? T. T, gell? Will ich machen. Ja, der L ist ja, glaube ich, dabei, oder? Muss ich auch nochmal in den Unterlagen nachgucken. Und wie sieht es mit Ihrem Verkehrsübungsplatz aus da unten? Ja, macht gute Fortschritte. Oh, hier gab es gerade eine. Hier hätten Sie gerade nicht sein wollen. Ja, dann bin ich ja froh, dass ich nicht da war. Zwei Personen kommen jetzt in U-Hof, die eine sitzt schon drin und die andere, das ist der Chef vom LU, der Herr Neumann. Was? Der Herr Neumann in U-Hof? Ja. Warum? Der hat eine Auseinandersetzung mit der Polizei gehabt und ist dann geflohen und hat auch versucht, einen Polizisten mich anzugreifen und alles.
Also schon sehr gewalttätig, der, und deswegen wird er als sehr gewalttätig erstmal in U-Haft kommen. Und der Cordes sitzt schon wegen dem gleichen. Okay. Wenn Sie den Herrn Neumann sehen, richten Sie dem mal aus, dass der mal zur Polizeistation kommt. Ich kann den jetzt erstmal nicht erreichen. Okay, gut, mache ich. Tschüss. Tschüss. Gut. Hallo, hier ist der Neumann. Neumann, pass auf, die Polende will ich in U-Haft stecken. Ich weiß. Jo, die sagen, du bist gewaltbereit. Was ist denn los mit dir? Marlon, mach mal beim Telefonieren deinen Funk aus. Entschuldigung. Die Polizei. Ja. Ich bin halt gewaltbereit. Okay, jo. Danke für die Warnung. Kein Thema. Gut, tschüss, tschüss. Tschüss. Was denn da los, ey? Erste RaceX diese Woche, ordentlich Trouble mit der Polizei gehabt. Jetzt auch noch der Neumann Trouble mit der Polizei. Ey, was denn los? Cortez schlägt die Polizei, haut ab. Was ist denn bei den anderen los? Schaut gerne mal bei denen rein. Unten verlinkt in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo oder einen Like freuen oder und gerne auch einen Kommentar. Haut rein, macht's gut. Tschüss.